Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's also endlich los. Tourstart Krach der Republik in Leipzig. Wie ihr sehen könnt, bestes Wetter. Der Frühling kommt volle Kanne raus. Dass wir hier in Leipzig anfangen können, ist natürlich Wahnsinn. Der große, legendäre Sackbahnhof von Leipzig. Und wir dürfen heute hier starten. Weiter hinten, wo es raucht, wahrscheinlich die Uni. Vor lauter Aufregung haben wir hier auch noch keinen Original Leipziger mitgebracht, aber jemanden, der Leipziger kennt, der Verwandtschaft hier hat. Robert, komm doch mal nach vorne. Der Robi ist Original aus Ost-Berlin, also Sachbearbeiter, der uns hier immer alles zeigen kann in der Stadt. Was habe ich jetzt vergessen bei meinem Erwähnen? Also Uni hatten wir gesagt, Völkerschlachtdenkmal da hinten. Völkerschlachtdenkmal. Trambahn, ja. Sieht man jetzt, hast du die noch drauf? Ah, schade. Aber sehr ordentlich. Auerbachs Keller, da der Ton da unten. Auerbachs Teller. Keller. Ja, auch vom Konkurs gerettet. Also wunderbar, es geht aufwärts und wir freuen uns richtig. Ja, also erster Tourtag. Eigentlich soweit alles erledigt, bevor ich mich entspannen kann mit Soundcheck, Essen und Konzert und so weiter. Aber ich muss noch die Winterreifen von meiner Frau auf ihren Wagen ziehen lassen. Oder versuch mal selber. Aber das muss noch erledigt werden. Deswegen habe ich noch einen Termin beim Automobilclub Leipzig bekommen, kurzfristig. Wo wir das jetzt mal angehen. Den Arm aus dem Fenster, das Radio voll an. Draußen hängt ein Foto am Strand. In jeder Karre der zu flammern. Die Bullen leben in der Stadt am Geld. Wer 110 einen Bord versenkt und einen Fiat ausgeweist. Wir haben neue Stoffe in Sau und uns relativ stark gekauft. Das erklärt einiges. Okay. 2 Stunden Soundcheck ist knapp. Vielleicht ist er auch schon vorbei, aber wir düsen mal los. Ja, sieht aus wie in Düsseldorf, ne? Grafenberg. Düsseldorf-Grafenberg, der Wildschweinpark. 100% so. Aber das weckt Erinnerungen. Ne? Da wird mir wieder warm ums Herz. Da denke ich an meinen guten alten Vater. Spazieren gehen, Rehe entdecken. Mein Vater war schwer unfallgefährdet. Der ist Richter geworden. Der wollte eigentlich Förster werden. Der ist immer regelrecht ausgeflippt, wenn er wild sah, vom Auto aus. Ja, da war die Gefahr hoch, irgendwo in den Baum reinzurasen. Also, seht ihr da? Rehe. Förster ist ein schöner Beruf, fand ich. Freude! Robert, wie jeden Tag, Umarmung. Große Umarmung. Jede Stunde. Ja, für so einen arbeitet man gern. Servus. Hallo. Kannst du endlich schwer? Ja, gut so. Ich bin ja nicht besser als ein. Hallo. Muss man sich doch mal fragen, ey. Das ist doch nicht normal, dass so einer in der Küche arbeitet. Die hat ein Feld lassen. Ganz klar. Scheiße, da bist du natürlich als Arsch auf der Bühne immer der Letzte, der da kommt. Das wird gut. Fangesang, ne? Grüß Onkel. Scheiße geschluckt.
ist es weg. 3 Minuten noch bis Showstart. Erste Konzert jetzt auf der Deutschlandtour. Wir freuen uns wahnsinnig. Irgendwie mehr Freude als Nervosität. Also ist alles gut. Und die Leute werden gut drauf sein und fein. Hier in Leipzig viel Spaß sprechen, aber jetzt gehen wir noch richtig saufen in der Altstadt und drehen. Und morgen wird's morgen früh und sagen Bums, Ballerer.